freue mich, dass so viele da sind. Ich freue mich über das Interesse an Physik Kontrovers. Es hat wahrscheinlich auch mit dem Thema zusammen, hängt mit dem Thema zusammen, was mich zugleich ein wenig erschrecken macht. Denn ich meine, wenn man inzwischen, damit muss ich das ja zugestehen, dass ich ja doch schon ein bisschen älter bin als zumindest die jüngeren Kommilitonen und Kommilitonen. Man muss sich das irgendwann mal eingestehen. Und dieses Thema zum Beispiel ist auch ein solches, wo ich gedacht habe, ich hätte nie gedacht, dass ein solches Thema wieder eine solche Aktualität für mich gewinnen könnte oder für uns gewinnen könnte. Denn ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man einmal dachte, dass wir sozusagen in eine neue Weltordnung aufbrechen, in denen Krieg offensichtlich nicht mehr zur Alltagsrealität gehört. Und ganz viel früher noch, sozusagen, muss ich sagen, gehöre ich ja, ich bin noch sozusagen so ein Kriegsdienstverweigerer mit Verfahren, ja, also mit juristischem Verfahren, war diese Diskussion eben noch aktuell. Und das alles begleitet mich, wenn ich über dieses Thema eben auch nachdenke, dass wir heute sozusagen aufs Gleis setzen. Und mit dem ersten und in der Tat dieses Semester, und das liegt ja auch nahe, ist ein Thema, wo die Philosophie, die ja immer die Gastgeberin ist für Philosophie Kontrovers, sich eben bewegt auch im Spannungsfeld zur juristischen Fakultät, zur historischen Fakultät, zur Politikwissenschaft. Also das sind unsere Partner in diesem Semester. Und ich freue mich sehr, dass wir anfangen können mit einem Völkerrechtler par excellence, der in diesem Thema mehr als nur ausgewiesen ist, wissenschaftlich, aber auch durch politisch-praktische Tätigkeit. So war Herr Professor Kress zum Beispiel beteiligt an jener internationalen Kommission, die zusammengesetzt wurde, war Member of the Advisory Board, so heißt es offiziell, on the International Humanitarian Law to the German Red Cross Committee und dann External Advisor of the, to the Independent Israeli Public Commission to examine the maritime incident of the 31st May 2010. Oh, also es gibt sozusagen das eine von solchen offiziellen Aufgaben, die Herr Kress übernommen hat, immer wieder, wo es eben nicht nur um Völkerrecht im theoretischen, sondern auch in konkreten Krisensituationen geht. Er selbst, wie gesagt, ist seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Völkerrecht und Direktor des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht sowie für deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln und seit 2012 zusätzlich Direktor des hier neu gegründeten Instituts for International Peace and Security Law. Und dem Ganzen ging voraus ein Ruf auf das neu gegründete Max-Planck-Institut for International Peace and Security Law in Luxemburg, den er aber abgelehnt hat, und er ist bei uns in Köln geblieben, was einem, denke ich, für die Universität Köln eine große Freude darstellt. Herr Professor Kress ist weithin ausgewiesen, hat zu diesem Thema über Gewaltverbot und Selbstverteidigungsrecht gearbeitet, in internationalen Gremien mitgewirkt, hat an Forschungsprojekten mitgearbeitet, ist in Cambridge sozusagen mit einem zweiten Bein zu Hause, daneben in Düsseldorf in der Akademie. Und ich denke, alles Weitere wird sich eben heute Abend auch zeigen. Wir freuen uns auch, ich freue mich auch sehr, dass Frau Professor Krasscher, die den Lehrstuhl für politische und Sozialphilosophie bei uns hat, die Respondenz übernommen hat. Auch Frau Kwascha ist einschlägig mit diesem Thema von Menschenrechten und Staatlichkeit, von Moral Responsibility und Global Justice, das sind zwei Bücher, die ich gerade zitiert habe, befasst, die thematisch stehen, sozusagen, für das Thema, das wir eben in diesem Semester auch traktieren.
Und es geht also um das Thema Völkerrecht, das Völkerrecht des Bürgerkrieges, humanitärer Segen oder Sprengstoff für die Menschenrechte. Ich bin gespannt auf die Debatte, die wie immer so abläuft. Vortrag, Responsio, Diskussion. Und dann haben wir das mit dem Wetter ganz perfekt getimt. Es wird in der Zwischenzeit wieder anfangen, heftig zu regnen. Ja? Aber sozusagen haben wir so zwischen gegen 9:30, 10 Uhr hört das auf, dann sind wir aber schon beim Wein, dazu lade ich Sie ein. Und so, dass Sie gegen 11 sicherlich trockenen Fußes nach Hause gehen können. Also auch das ist alles eingeplant. Und ich wünsche einen sehr schönen Abend und interessanten Abend. Und lieber Herr Kress, Sie haben das Wort. Debatte der Kollegen der International Ethics, die verläuft ziemlich getrennt, abgeschottet von der juristischen. Sehr viel Austausch findet nicht statt. Eine gute Entwicklung ist das nicht.
Und deshalb ist es schön, dass ich heute die Gelegenheit habe, meine Überlegungen der Hohen Philosophischen Fakultät vorzutragen. Ich bin mir bewusst, dass ich vor dieser Hohen Fakultät nur enttäuschen kann, aber es ist mein redliches Bemühen, das ist mein Ziel für heute, diese Enttäuschung in Grenzen zu halten. Man wird die Veranstalter vielleicht fragen, der eine oder andere, die eine oder andere von Ihnen, warum beginnt eine Gesprächsreihe zum Krieg, zum Thema Krieg mit dem Bürgerkrieg? Ich meine aber, die Veranstalter beweisen damit ein feines Gespür und sind sehr nah am Zug der Zeit aus zwei Gründen. Der eine Grund ist ein Gemeinplatz, der uns von der Politikwissenschaft vermittelt wird. Man muss aber nicht Politikwissenschaft studieren, um in diesen Gemeinplatz zu wissen. Die Mehrheit, die ganz große Mehrheit der bewaffneten Konflikte nach 1945 sind Bürgerkriege, nicht international bewaffnete Konflikte. Das ist der erste Punkt, der ist unspektakulär. Der zweite Punkt, vielleicht etwas weniger bekannt, ist der, es ist das Völkerrecht, und das ist jetzt eine juristische Bemerkung, es ist das Völkerrecht des Bürgerkrieges und nicht des Krieges, das in den letzten Jahrzehnten eine stürmische Entwicklung genommen hat, die zu vielen grundlegenden Fragen Anlass gibt, und einige möchte ich heute mit Ihnen verhandeln. Ich möchte das tun in 3 Stunden. Dabei die Formulierung meines Vortragstitels aufgreifen. In einem ersten Schritt möchte ich Ihnen deutlich machen, welche fulminante Entwicklung das Völkerrecht des Bürgerkrieges in neuerer Zeit genommen hat, getrieben, angetrieben von einem humanitären Impuls. Also, erster Teil meines Vortrags, Völkerrecht im Bürgerkrieg, humanitärer Segen. In einem zweiten Schritt möchte ich Ihnen versuchen, deutlich zu machen, dass das aber bei genauerer Betrachtung, das weniger deutlich gesehen zumeist, nur eine Seite der Medaille ist, diese stürmische Verbesserung der humanitären Schutzstandards im Bürgerkrieg, dass es eine im Grunde genommen höchst ambivalente Entwicklung ist, die Entwicklung des Völkerrechts des Bürgerkrieges, weil es einen Entwicklungsstrang gibt, der sich nicht gewissermaßen harmonisch in eine menschenrechtsorientierte Völkerrechtsentwicklung einfügt, sondern zu dieser in ein Spannungsverhältnis tritt. Vielleicht sogar Sprengstoff an die Menschenrechte legt. Und in einem abschließenden dritten Teil möchte ich dann, und dazu fühle ich mich berufen in einem oder vor einem auch philosophischen Auditorium, mit Ihnen gemeinsam an die Grenze des geltenden Völkerrechts bewegen, also für einen Moment die normativen Bindungen, unter denen wir auf der Grundlage des geltenden Rechts als Juristen zu argumentieren haben, nicht als verbindlich für diesen Vortrag ansehen und die Frage stellen, ob das Völkerrecht des Bürgerkriegs einen in der nächsten Zukunft einen weiteren Entwicklungsschritt machen sollte, aus Gründen der Konsistenz, aber vielleicht auch aus Gründen der Humanität. Diese Überlegung, die nicht ein fest fixierter Vorschlag und eine schon feste Randüberzeugung ist, sondern tatsächlich mehr vorsichtige, behutsame Überlegungen, die unter anderem möchte ich dann nicht nur der Respondenten, sondern Ihnen allen zur Diskussion vorstellen. Erster Teil, die Entwicklung des Rechts des Bürgerkriegs als humanitärer Segen. Dazu müssen wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert und für einen, denn alles Völkerrecht lebt aus der Geschichte. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wie und warum hat sich das humanitäre Völkerrecht, so wie es in Deutschland typischerweise genannt wird, entwickelt. Und es ist ein guter Moment, dies in diesen Tagen zu tun, denn wir feiern gerade, der eine oder andere von Ihnen wird es wahrgenommen haben, den 150. Geburtstag des Hüters des humanitären Völkerrechts, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf. Das ist gegründet worden
im Jahre 1863 auf die Initiative eines Genfer Kaufmannes hin, Henri Dunant, der das Schlachtfeld bei Solferino besichtigte, nach der Auseinandersetzung zwischen piemontesisch-französischen und österreichischen Truppen, und der eines ungeheuren Gräuels ansichtig wurde, nämlich einer Vielzahl von sich windenden, sich quälenden Soldaten, verwundeten Soldaten nach der geschlagenen Schlacht, die ihrem eigenen Schicksal überlassen wurden. Das hat seinen humanitären Impuls, hier zum ersten Mal humanitärer Impetus, das hat seinen humanitären Impuls nachhaltig geweckt. Er hat dazu beigetragen, dass das internationale Komitee vom Roten Kreuz entstand, 1863, das Komitee, das bis heute über die Regeln des humanitären Völkerrechts wacht. Und bereits im Jahre 1864 wurde die erste Genfer Konvention zum humanitären Völkerrecht verabschiedet. Naheliegenderweise eine Konvention zur Verbesserung des Schutzes der verwundeten Soldaten auf dem Felde nach einem Landkrieg. Und von dieser ersten Genfer Konvention im Jahre 1864 führt trotz aller Wirren und Zeitläufe ein ziemlich gerader Weg bis zu dem heute geltenden Kriegsrecht. Wir sprechen heute nicht mehr von Kriegsrecht, wir nennen es humanitäres Völkerrecht, aber noch ein bisschen mehr später. Aber meine Damen und Herren, das war zunächst im 19. Jahrhundert tatsächlich ein Kriegsrecht im engen, strengen Sinne. Ein Recht, das regelte die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Staaten und die humanitären Notwendigkeiten und Dramen, die sich aus solchen bewaffneten Auseinandersetzungen entwickeln. Es war kein Bürgerkriegsrecht. Ein Völkerrecht des Bürgerkrieges, kodifiziert oder auch nur völkergewohnheitsrechtlich, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Es gab auch, wie Ihnen bekannt sein wird, im 19. Jahrhundert noch keinen normativ verdichteten Menschenrechtsschutz. Das hatte die Konsequenz, der Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert vollzog sich völkerrechtlich im Ausgangspunkt ungeregelt und damit allein in rechtlicher Hinsicht im Grunde genommen darauf angewiesen, in welchem Umfang die Konfliktparteien, aber eben nicht völkerrechtlich verpflichtet, sondern gewissermaßen als Ratio für humanitären Schutz sorgen. Das hat nun nicht bedeutet, dass im 19. Jahrhundert tatsächlich Bürgerkriege völlig ungeregelt abliefen, aber sie waren nicht systematisch geregelt. Es gab stattdessen man kann sagen, eine Phase der Ad-hoc-Regulation des Bürgerkrieges. Zwei Verfahrensweisen wurden praktiziert. Zum einen konnten natürlich Staaten einseitig, man sprach von Instructions, Military Instructions in dieser Zeit, dafür sorgen, dass sich ihre Truppen im Bürgerkrieg an gewisse humanitäre Mindeststandards halten. Und eine dieser Instruktionen hat eine ganz große Berühmtheit erlangt. Das ist der Code, den der Deutsch-Amerikaner Francis Lieber auf Bitten von und für Abraham Lincoln entwickelt hat und der dann von eben diesem Abraham Lincoln im Jahre 1863 für die Unionstruppen des amerikanischen Bürgerkrieges für verbindlich erklärt wurde. Dieses Dokument ist bis heute ein Grundlagendokument des Kriegsrechts, aber historisch sehr interessant. Es fand Anwendung ursprünglich in einem Bürgerkrieg. Die zweite Form der Ad-hoc-Regulierung war die sogenannte Anerkennung der Rebellen als Kriegführende. Englischer Terminus technicus, the recognition of rebels as belligerents. Und völkerrechtlich hatte diese Anerkennung als Kriegführende die Konsequenz, dass das gesamte geltende und ja zunehmend im 19. Jahrhundert kodifizierte Kriegsrecht auf den Bürgerkrieg mit diesem Akt der Anerkennung Anwendung fand.
Also auch die Anerkennung als Kriegführende führte nicht etwa dazu, dass ein Bürgerkriegsrecht galt, sondern es führte dazu, völkerrechtlich, dass das Kriegsrecht auf den Bürgerkrieg sozusagen kraft normativer Verweisung angewandt wurde. Jetzt mögen Sie sagen, damit gab es ja eine zufriedenstellende Regelung. Das wäre sie dann gewesen, wenn dieses System der Anerkennung als Kriegführende gewissermaßen automatisch verlässlich funktioniert hätte. Das tat es schon deshalb nicht, weil eine ganz hohe Anwendungsschwelle bestand für die Anerkennung als Kriegführende. Die kam nur in Betracht, wenn der Bürgerkrieg ein solches Ausmaß erreicht hatte, dass die nichtstaatliche Konfliktpartei bedeutende Teile des Bürgerkriegs befangenen Territoriums quasi staatlich kontrollierten. Darüber ließ sich in der Praxis trefflich streiten. Und zum anderen wird man kaum sagen können, dass das Völkerrecht eine Pflicht zur Anerkennung der Kriegführung herausgebildet hat. Und insofern war die Praxis, die tatsächliche Konfliktpraxis im 19. Jahrhundert, unausgewogen. Während im amerikanischen Bürgerkrieg etwa kraft britischer Anerkennung das neutralitätsrechtliche Verhältnis des klassischen Kriegsrechts galt zwischen Großbritannien und den konföderierten Truppen, hat sich die spanische Regierung im spanischen Bürgerkrieg der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts bis zuletzt im Ansinnen der nichtstaatlichen Konfliktpartei nach Anerkennung entgegengestellt. Also, es blieb dabei bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die völkerrechtliche Lage im Bürgerkrieg war gerade unter humanitären Gesichtspunkten prekär. Henri Dunant hatte verlässliche Konsequenzen bis dato nur bezeitigt auf dem Feld des Kriegsrechts. 1949 stand dann das gesamte Kriegsrecht zur Wiederverhandlung an. Auf der Agenda der internationalen Staatengemeinschaft nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Es wurden die vier großen Genfer Konventionen zum humanitären Völkerrecht verabschiedet, die bis heute die Grundlage des modernen Kriegsrechts sind. Und es gab eine wichtige Bestrebung, wieder beseelt vom humanitären Impetus, allen voran, forciert vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, das Bürgerkriegsrecht möglichst an das Kriegsrecht anzugleichen und die Gesamtheit der Regeln der Genfer Konventionen auch auf den Bürgerkrieg zur Anwendung zu bringen. Also nicht länger zu unterscheiden zwischen Krieg und Bürgerkrieg oder wie es fortan in der Völkerrechtssprache heißt, zwischen internationalem bewaffneten Konflikt und nicht internationalem. Allein die Staaten wiesen dieses Ansinnen zurück. Sie waren peinlich darauf bedacht, dass ihre die staatliche Souveränität nicht durchbrochen wurde durch völkerrechtliche Fesseln in der bürgerkriegerischen Auseinandersetzung. Und das waren nicht nur Staaten wie Burma, einer der Meinungsführer im Jahre 1949, da mögen wir asiatisches Souveränitätsbeharren vermuten, sondern auch ein Staat wie das Vereinigte Königreich hat auf der Konferenz des Jahres 1949 mit einiger Vehemenz dafür plädiert, dass Schranken im Bürgerkrieg mit dem staatlichen Souveränitätsgedanken schwer zu vereinbaren seien. Ergebnis: Es wurde zwar 1949 ein Bürgerkriegsrecht geboren, aber dieses war von ungemein rudimentärer Gestalt. Denn in den dicken, langen vier Genfer Konventionen gibt es einen einzigen Artikel. Die Völkerrechtler sprechen von einer Mini-Konvention in der Konvention. Einen einzigen Artikel, den gemeinsamen Artikel 3, der sich mit dem Bürgerkrieg befasst und die allerfundamentalsten Mindestregeln, also einen ganz groben, rudimentären, ethischen Mindeststandard für den Bürgerkrieg vor. Nichts Ausgefeiltes. Im Wesentlichen bleibt es dabei, die Staaten haben Handlungsfreiheit und können den Bürgerkrieg als ihrer Domaine réservée zugehörig betrachten. Beachten Sie bitte auch, zu diesem Zeitpunkt gab es zwar die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber noch nicht normativ verbindlich im völkerrechtlichen Sinne,
also wirkliche Schranken, legte das den Staaten zu diesem Zeitpunkt nicht auf. Nächster Schritt, 1977. Die Genfer Konventionen von 1949 nun standen auf dem Prüfstand zur Wiedervereinigung. Wiederum versuchte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz den großen Entwicklungssprung und versuchte die Staaten dazu zu motivieren, dass das Völkerrecht des Bürgerkrieges dem des Krieges möglichst angeglichen würde. Und wieder blieb dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz der Erfolg versagt, das Souveränitätsbeharren der Staaten war zu machtvoll, als dass sich das Komitee hätte durchsetzen können. Mit einer nicht ganz unwichtigen historischen Fußnote. 1977 war die Phase des langsam schon abschwellenden antikolonialen Befreiungskampfes. Dieser antikoloniale Befreiungskampf war in klassischen völkerrechtlichen Formen ein Bürgerkrieg. Kein Krieg, ein Bürgerkrieg. Und diejenigen, die den kolonialen Kampf bis dato erfolgreich gefochten hatten oder noch im Begriff waren, ihn zu fechten, die hatten das Kernanliegen auf der diplomatischen Konferenz von 1977, dafür zu sorgen, dass jedenfalls der antikoloniale Befreiungskampf vom im Wesentlichen ungeregelten Bürgerkrieg zum Krieg normativ hochgestuft wurde. Damit hatten sie, ich lasse alle Kompromisse, die natürlich bei diesen diplomatischen Verhandlungen zu schließen waren, an dieser Stelle beiseite, damit hatten sie im Kern Erfolg. Das erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen, das das Kriegsrecht fortschreitet und modernisiert, erkennt an, dass der nationale Befreiungskrieg fortan unter gewissen Voraussetzungen als international bewaffneter Konflikt, als Krieg einfacher gesprochen behandelt werden kann, sodass alle humanitären Schutzstandards in dieser Rechtsordnung Platz greifen. Meine Damen und Herren, warum kein Schritt darüber hinaus? Nun, weil insbesondere auch diejenigen Staaten, die nach erfolgreichem antikolonialen Befreiungskampf die staatliche Unabhängigkeit errungen hatten und sich nun in vielen Fällen innerstaatlichen, ethnisch motivierten Auseinandersetzungen ausgesetzt sahen, sehr schnell den Charme der staatlichen Souveränität und ihres Schutzes durch das Völkerrecht erkannten. Es gibt eine wunderschöne, in ihrer Offenheit der Interessenkonstellation, wunderschöne Stellungnahme Indiens, zum Abschluss dieser Konferenz, die im Kern lautet: Wir sind froh darüber, dass der nationale Befreiungskampf fortan als internationaler bewaffneter Konflikt im Sinne des Völkerrechts gilt. Damit ist ein Bedürfnis dafür entfallen, das Völkerrecht des Bürgerkrieges weiter fortzuentwickeln. Die eigentlich, man möchte fast sagen, explosive Entwicklung des Bürgerkriegsrechts. Ich bin immer noch bei der Facette der Entwicklung humanitärer Schutzstandards. Vollzog sich deshalb nicht auf der Ebene des völkerrechtlichen Vertrages, der wichtigsten Rechtsquelle des Völkerrechts, sondern vollzog sich behutsam, weniger merklich, auf der Ebene des ungeschriebenen internationalen Rechts. Für die Völkerrechtler ist, anders als für die Nationalrechtler, das Gewohnheitsrecht, das ungeschriebene Recht, nach wie vor eine Rechtsquelle von ganz formidabler Bedeutung. Das hat sich im letzten Jahrhundert nirgendwo sonst so deutlich gezeigt wie im Bürgerkriegsrecht. Und das Völkergewohnheitsrecht hat eine Chance, sich zu entwickeln, insbesondere dann, wenn es ein internationales Gericht, internationale Gerichte gibt, die sich der Entwicklung dieser Rechtsmasse annehmen. Das Völkergewohnheitsrecht für sich genommen ist unsichtbar. Es bedarf der Entdeckung und aus juristischer Sicht durch eine autoritative Instanz. Und hier nun nahm die Entwicklung in dieser Hinsicht eine deutliche Wendung dadurch, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in Anbetracht des balkanischen Gemetzels in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sich der Nürnberger und Tokioter Tribunale entsann und
durch die Einrichtung des Internationalen Straftribunals für das ehemalige Jugoslawien dem Völkerstrafrecht, das in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf gefallen war, zu einer Renaissance, zu einer spektakulären Renaissance verhalf. Und die allererste Frage von fundamentaler Bedeutung, die der Jugoslawien-Strafgerichtshof gegenüber den ersten Angeklagten mit Namen Tadic, Dusko Tadic, zu entscheiden hatte, war die: Wie weit hat sich denn das Bürgerkriegsrecht inzwischen entwickelt? Insbesondere bietet es überhaupt die Grundlage dafür, Verletzungen dieser Rechtsordnung nach Maßgabe internationaler Strafbarkeit als Bürgerkriegsverbrechen zu ahnden? Dusko Tadic, gut beraten von seinen Strafverteidigern, startete nämlich sinnvollerweise einen Frontalangriff auf dieses neue Gericht und sagte: Die balkanischen Konflikte sind Bürgerkriege und Bürgerkriegsrecht, sogar mit den Folgen von Bürgerkriegsverbrechen und Strafbarkeit, gibt es im Kern nicht. Die Staaten hätten es schaffen können, 49, 77, sie haben es jeweils nicht getan. Mich jetzt wegen des Verstoßes gegen Bürgerkriegsrecht zu verurteilen, ja sogar zu bestrafen, ist ein flagranter Verstoß gegen das rechtsstaatliche Elementarprinzip der Gesetzlichkeit. Keine Strafe, ohne in diesem Fall internationales Gesetz. Die internationalen Strafrichter folgten dem nicht, angeführt von einer charismatischen Richterpersönlichkeit, eben zu früh verstorbenen Antonio Cassese, Kollege in Florenz, der Appeals Chamber präsidierte und der sich mit diesen Fragen der Entwicklung des Bürgerkriegsrechts jahrzehntelang beschäftigt hat und jetzt in der glücklichen Position war, seinen wissenschaftlichen Lehrmeinungen als Richter zur dann auch tatsächlichen Geltungskraft zu verhelfen. Und dieses Jugoslawien-Strafgericht in einer der wichtigsten völkerrechtlichen Urteile des letzten Jahrhunderts vom 2. Oktober 1995 fällte die legendäre Tadic-Entscheidung, in der es postulierte und begründete, dass zwar die völkerrechtliche Vertragslage nach wie vor rudimentär sei, sich aber über die Jahrzehnte hinweg auf der Ebene des Völkergewohnheitsrechts ein Bürgerkriegsrecht entwickelt habe, das demjenigen des Kriegsrechts inzwischen weitgehend angenähert sei. Ich habe das damals die Assimilierungsthese von Cassese genannt. Und diese Entwicklung hat sich seither bestätigt. Meine Damen und Herren, wichtig ist es, in diesem Urteil nachzulesen, von welcher Motivation beseelt die Jugoslawien-Richter diese Entwicklung forciert haben. Es war ein durch und durch humanitärer Impetus. Nämlich der Cassese schreiben ließ: Die bisherige Dichotomie, Zweiteilung von Bürgerkriegsrecht und Kriegsrecht, ausgeklügeltes, ausgedehntes Kriegsrecht, rudimentäres Bürgerkriegsrecht, diese Dichotomie reflektiert ein überholtes Verständnis von Völkerrecht, nämlich ein überholtes Verständnis des Völkerrechts der Gestalt, dass es ausschließlich an den staatlichen Souveränitätsinteressen interessiert sei und die Bedürfnisse des Einzelmenschen jedenfalls nicht unmittelbar in den Blick nehmen. Mit der Herausbildung, und meine Damen und Herren, zu dieser Herausbildung war es ja inzwischen gekommen, des völkerrechtlichen Menschenrechtsschutzes, so Cassese und seine Kollegen, habe sich diese klassische Dichotomie überholt und damit auch die Legitimation dafür, dasselbe humanitäre Leid, dieselbe humanitäre Bedrohung von Menschen so anders zu behandeln, abhängig davon, ob es sich nun bei der bewaffneten Auseinandersetzung um einen Krieg oder einen Bürgerkrieg handelt. Aus der humanitären Perspektive, so Cassese und sein Spruchkörper, dürfe die Situation nicht unterschiedlich behandelt werden. Das ist das, was ich nach dem Namen des Angeklagten in diesem Prozess die Tadic-Dynamik des modernen Bürgerkriegsrechts nennen möchte. Die hat dann, da sie von den Staaten, die sich schlecht diesem einmal artikulierten Richterspruch entgegenstellen konnten, geschluckt worden ist, wie grummelnd, vermag ich nicht zu beurteilen, diese Entwicklung hat sich bis auf den heutigen Tag
verdichtet, zu einem Punkt verdichtet, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hier wieder ganz Hüte des Bürgerkriegsrechts im Jahre 2005 in einem epochalen, mehrbändigen Werk feststellen konnte, inzwischen unterscheiden sich die humanitären Standards in diesen beiden Konfliktarten nicht mehr wesentlich voneinander. Und eins kam noch dazu, meine Damen und Herren, inzwischen galten auch und gelten auch völkerrechtlich internationale Menschenrechtsstandards. 1966 die beiden zentralen UN-Pakte, 1976 in Kraft und dann in der Folgezeit haben Staaten und Völkerrechtswissenschaft sehr schnell angenommen, dass der Mindestbestand dieser Konventionen auch völkergewohnheitsrechtlich gilt. Nachdem für einen gewissen Zeitlauf die Frage offen war, ob diese Menschenrechtsgarantien und das Bürgerkriegsrecht in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander stünden, hat sich inzwischen mehr oder weniger deutlich die Überzeugung durchgesetzt. Nein, es ist kein Exklusivitäts-, sondern ein Komplementärverhältnis. Die Menschenrechte gelten auch im Bürgerkrieg und sind deshalb geeignet, dort, wo das Bürgerkriegsrecht Lücken aufweist, diese Lücken zu schließen, zu konkretisieren und vielleicht sogar noch ergänzend menschenrechtlichen Schutz zu gewähren. Das, meine Damen und Herren, beschließt meinen ersten Teil. Die Entwicklung des humanitären Bürgerkriegsrechts ist spektakulär und sie ist an einem Punkt angelangt, von dem man sich übertriebene Steigerungen, jedenfalls wenn es nicht gleichzeitig auch im Kriegsrecht zu einer Revolution käme, nicht mehr recht vorstellen kann. Aber, zweiter Teil. Die Annahme, das Bürgerkriegsrecht und der Menschenrechtsschutz stünden zueinander in einem Verhältnis sozusagen prästabilierter Harmonie, ist nur eine Seite der Medaille, ist nur die Hälfte der Wahrheit. Denn das humanitäre Völkerrecht ist bei genauerer Betrachtung, auch wenn wir das in Deutschland gerne, wir lieben die Euphemismen so sehr, wenn sie politisch korrekt sind, verschweigen, es ist nur zum Teil humanitär. Das sogenannte humanitäre Völkerrecht enthält einen zweiten Teil, und zwar von Anfang an. Und das ist das Recht der Kampfführer im Krieg. Und dieses Kampfführungsrechts, das von Anfang an Bestandteil des klassischen Kriegsrechts war, dieses Kampfführungsrecht ist nun ganz und gar nicht kongruent mit menschenrechtlichen Zielsetzungen, sondern steht zu diesem Recht der Menschenrechte, zu dem Völkerrecht der Menschenrechte in einem Spannungsverhältnis. Das muss ich Ihnen, also alle Einzelheiten weg, aber ein paar Kernaussagen verdeutlichen. Was sind die drei Fundamentalregeln des Kampfführungsrechts, zunächst einmal des klassischen Kriegsrechts im 19. Jahrhundert? Im 19. Jahrhundert gab es natürlich auch kein Kampfführungsrecht des Bürgerkriegs, genauso wenig wie die humanitäre Seite. Was sind die zentralen Kampfführungsbestimmungen des Kriegsrechts, die mit menschenrechtlichen Wertungen konfligieren? Die erste, es gibt eine aus menschenrechtlicher Sicht geradezu erschreckend weitreichende Tötungserlaubnis im Hinblick auf gegnerische Soldaten und Kombattanten. Diese Tötungserlaubnis ist deshalb aus menschenrechtlicher Sicht so erschreckend weit, weil sie zeitlich, man möchte fast sagen, uferlos ausgedehnt ist. Während eine Tötung im voll menschenrechtsgebundenen Friedenszustand nur im äußersten Ausnahmefall in Betracht kommt, nämlich gegenüber demjenigen, der im Begriff ist, einen seiner Mitbürger seinerseits zu töten, im Fall des finalen polizeilichen Rettungsschusses, besteht die Tötungsbefugnis nach klassischem Kriegsrecht im Hinblick auf die gegnerischen Kombattanten während des gesamten Zeitraums der bewaffneten Auseinandersetzung und ganz unabhängig davon, ob der gegnerische Soldat gerade zum Gewehr greift, um anzusetzen oder nicht.
Die Vorstellung, die hier beherrscht, ist die, es geht um ein Aufeinandertreffen zweier feindlicher, gefährlicher Kollektive, die durch ihre wechselseitigen Uniformen gewissermaßen auch äußerlich ständig dokumentieren, bereit zu sein, wechselseitig Schädigungen zuzufügen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Tötungserlaubnis macht auch nicht Halt, jedenfalls nicht umfassend Halt, vor Unbeteiligten, den sogenannten Zivilisten, im bewaffneten Konflikt. Natürlich gibt es, das ist geradezu die Grundregel des Kampfführungsrechts, und die können Sie wieder militär nennen, natürlich gibt es seit jeher Unterscheidungsgrundsatz das Verbot, Zivilisten im bewaffneten Konflikt gezielt zu bekämpfen. Aber wenn es darum geht, ein militärisches Ziel, einen gegnerischen Soldaten etwa, zu bekämpfen, und das ist nach Lage der Dinge nicht anders möglich, als dabei auch Unbeteiligte oder jedenfalls die Gefahr für Unbeteiligte in Kauf zu nehmen, dann untersagt dies das klassische Kriegsrecht nicht, es sei denn, die Schädigung der Unbeteiligten nehme ein unverhältnismäßiges Maß. Begriff des zivilen Gemeinschafts oder Kollateralschaden. Und dritter Grundsatz, der bezieht sich auf die Freiheitsentziehung im Krieg. Meine Damen und Herren, wir sind geneigt, den Begriff der Kriegsgefangenschaft unter dem Gesichtspunkt des humanitären Segens zu betrachten. Das ist auch nicht falsch, denn in der Tat genießen Kriegsgefangene humanitärvölkerrechtlich Schutz. Sie dürfen nicht gequält werden, sie dürfen nicht gefoltert werden und so weiter. Das ist alles richtig. Aber dabei wird übersehen, vielleicht sogar primär, ist es ein Eingriff in die persönliche Fortbewegungsfreiheit, den wir im voll menschenrechtsgebundenen Friedenszustand niemals dulden würden. Der Europäische Gerichtshof für die Menschenrechte würde uns eine solche Regelung in der Luft zerreißen, wenn wir sie ihm präsentierten. Denn was ist die Kriegsgefangenschaft der Sache nach? Sie ist die zeitlich bis zum Ende der Feindseligkeiten ausgedehnte Präventivhaft. Die Kriegsgefangenschaft dient ja nicht wie eine Untersuchungshaft der Vorbereitung eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens. Kriegsgefangene werden nicht genommen, weil man ihnen einen strafrechtlichen Vorwurf macht. Im Gegenteil, sie dürfen geradezu nicht bestraft werden wegen der Schädigungshandlungen, die sie im Einklang mit dem Kriegsrecht vorgenommen haben. Sie werden festgehalten, schlicht und ergreifend deshalb, weil sie gefährlich sind. Solange wie sie durch ihre Uniform dokumentieren, würden sie wieder zurückgelassen, weiterzukämpfen in dem andauernden Konflikt. Meine Damen und Herren, diese drei Grundregeln des Kriegsrechts, die völlig unstreitig sind in ihrer Geltung, in der völkerrechtlichen Diskussion, die sollten Ihnen deutlich machen, an dieser Stelle kann zwischen einer Harmonie zwischen Menschenrechten und Kriegsrecht überhaupt keine Rede sein. Jetzt zum Bürgerkriegsrecht und zu der Frage, ob das Bürgerkriegsrecht, Ambivalenz der Entwicklung, meine zweite These, inzwischen auch ein solches menschenrechtlich prekäres Kampfführungsrecht herausgebildet hat. Das war lange Zeit ungewiss. Für das Jahr 1949 meine ich, könnte kein Völkerrechtswissenschaftler seriöserweise behaupten, er sei sicher, ob sich bereits ein Kampfführungsrecht des Bürgerkriegs analog dieser drei Regeln herausgebildet haben. Meine Damen und Herren, es lohnt sich einmal die Frage zu stellen, warum? Warum ist die Entwicklung zunächst lange Zeit einseitig so verlaufen auf dem Feld des Bürgerkriegsrechts, dass allein der Fortschritt der humanitären Segnung im Vordergrund stand? Meine These lautet: Es gab im Jahre 1949 kein Bedürfnis für die Staaten, für die Herausbildung
eines bürgerkriegsrechtlichen Kampfführungsrechts zu plädieren. Und zwar gerade auch kein Bedürfnis für diejenigen Staaten, die einen Bürgerkrieg führten. Meine Damen und Herren, warum? Menschenrechte galten noch nicht. Ein Bürgerkriegsrecht im Übrigen galt noch nicht. Das bedeutete, die Staaten waren bei ihrer bürgerkriegsrechtlichen Auseinandersetzung von der völkerrechtlichen Perspektive aus frei. Der Bürgerkrieg, der nicht internationale bewaffnete Konflikt, war Domain Reserve. Das Völkerrecht fuhrwerkte gewissermaßen den Staaten nicht in das Geschäft des Bürgerkrieges hinein. Von daher war es aus der Sicht der Staaten nicht notwendig, für ein bürgerkriegsrechtliches Kampfführungsrecht zu plädieren. Und das erklärt auch, warum die Staaten so zurückhaltend waren zunächst in der Anerkennung der Entwicklung eines Bürgerkriegsrechts. Sie hatten ja nur zu verlieren. Nach ihrem Kalkül, Interessenkalkül, ausgerichtet. Von einem Bürgerkriegsrecht hatten sie, solange es keine Menschenrechte gab, die galten, nur Fesseln zu erwarten, nur Beschränkungen. Sie hätten sich rechtfertigen müssen vor internationalen Menschenrechtsschutzgremien im Hinblick auf ihre Bürgerkriegshandlung. Staaten mögen das nicht, sich vor internationalen Gremien verantworten zu müssen. Insbesondere die Staaten nicht, bei denen es am wünschenswertesten wäre. Täten sie es. Und das ist auch der Grund, meine Damen und Herren, warum wir über sehr viele Jahrzehnte bis in die jüngere Vergangenheit eine ganz erstaunliche Entwicklung zu verzeichnen haben, nämlich die, dass kaum ein Bürgerkriegsstaat anerkannt hat, in einen Bürgerkrieg verstrickt zu sein. Wenn Sie die Staaten gefragt hätten bis vor kurzem, gab es so gut wie keinen Bürgerkrieg. Das waren Unruhen, die mit robuster polizeilicher Gewalt bekämpft wurden. Meine Damen und Herren, zwei Gründe hierfür. Erstens, kein Staat gesteht gerne einer internationalen Öffentlichkeit, einer Weltöffentlichkeit ein, dass er im Begriff ist, die Kontrolle über sein Staatsgebiet zu verlieren. Das ist unangenehm. Aber zweitens, man würde dieses Unangenehme vielleicht in Kauf nehmen, wenn man Vorteile von einer solchen Anerkennung dieses Staates hätte. Aber solange es diesen Vorteil nicht gibt, stattdessen nur Fesseln und kritische Nachfragen, dann bestreite ich lieber die Existenz eines Bürgerkriegs. Und diese Situation, meine Damen und Herren, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der mir sehr wichtig ist, diese Situation hat sich in dem Moment geändert, in dem sich der völkerrechtliche Menschenrechtsschutz bis zu einem Punkt entwickelt hatte, zu dem selbst der größte Skeptiker seine Geltung nicht mehr beschreiben konnte. Und bis zu einem Punkt entwickelt hatte, wo selbst der größte Skeptiker nur noch mit größten Schwierigkeiten beschreiben konnte, dass die Menschenrechte im Grundsatz auch im Bürgerkrieg gelten. Denn in dem Moment gab es nun auf einmal Fesseln für das staatliche Verhalten im Bürgerkrieg. Und auf einmal waren das Fesseln von einer ganz dramatischen, aus der Perspektive des Bürgerkriegsstaates, ganz dramatischen Rigidität. Das waren nämlich auf einmal, so schien es jedenfalls, die Fesseln des Friedenszustandes. Praktisch keine Tötungen mehr, schon gar nicht Kollateralschäden und auch keine Präventivhaft. In diesem Moment, Sie können das nicht, wenn Sie die Entwicklung ungeschriebenen Rechts verfolgen, mit mathematischer Sicherheit zu einem bestimmten Zeitpunkt geltend machen. Aber in dieser Phase dämmerte den Völkerrechtlern in den Staatskanzleien der Staaten etwas. Es dämmerte ihnen, dass sie das Bürgerkriegsrecht von einer neuen Perspektive aus zu betrachten hatten. Nicht mehr nur als humanitär motivierte Fesseln, sondern eben auch als ein Recht, das Befugnisse verleiht, die die inzwischen bestehenden menschenrechtlichen Fesseln überwinden helfen konnte. Und meine Damen und Herren, sagen Sie jetzt nicht an dieser Stelle, das waren nur die bösen Amerikaner, die so gedacht haben. Die Versuchung ist immer groß, aber sie ist wohlfeil und unberechtigt. Einer der allerersten Staaten,
der diese neue Perspektive auf das Bürgerkriegsrecht praktiziert hat, ist dieser, Deutschland. Denn als der Fall, der ihm bekannt sein durfte, des Obersten Klein, der Kundus-Fall, vor dem Generalbundesanwalt landete und sich die Frage stellte, wie denn der Befehl zu einem Gefechtseinsatz, der mit der, wie wir inzwischen wissen, Tötung einer gräulichen Zahl von Zivilisten verbunden war, strafrechtlich einzuordnen gewesen sei, da wäre die Prüfung sehr schnell mit einer Verurteilung des Obersten zu Ende gewesen, hätte man nicht das Bürgerkriegsrecht auf einmal auch unter dem Gesichtspunkt des Kampfführungsrechts zur Anwendung gebracht. Und genau das hat der deutsche Generalbundesanwalt getan. Er hat das Bürgerkriegsrecht und diese Entscheidung interessierte nicht unter dem Gesichtspunkt humanitärer Schutzstandards, sondern es interessierte und war entscheidungserheblich unter dem Gesichtspunkt, dass es Befugnisse bewährte, so der Generalbundesanwalt in dieser Entscheidung, normativ gesprochen, die als Spezialregeln, Lex Specialis, die ansonsten allgemein geltenden Menschenrechtsstandards verdrängte. Und auf dieser Grundlage sind die Ermittlungen gegen Klein eingestellt worden und ist keine Anklage erhoben worden. Und meine Damen und Herren, inzwischen ist im Wesentlichen anerkannt, nicht nur von der Seite Deutschlands und Amerikas, sondern anerkannt durch Institutionen mit erheblicher Reputation, wie den Internationalen Gerichtshof, wie den Internationalen Komitee des Roten Kreuzes und wie zuletzt, vor 3 Wochen hat er seinen wichtigen Bericht vorgelegt, der UN-Sonderberichterstatter gegen extralegale Hinrichtungen, also ein Menschenrechtsberichterstatter. Von all diesen Institutionen ist im Grundsatz anerkannt, es gibt ein bürgerkriegsrechtliches Kampfführungsrecht, das in gewissem Umfang geeignet ist, die menschenrechtlichen Standards zu überladen. Bis zu diesem Punkt also Spannungsverhältnis. Und jetzt meine Frage, aber inzwischen vielleicht auch Sprengstoff. Und das allerdings hat nun zu tun mit der, und sehr stark zu tun, mit der amerikanischen Politik seit dem 11. September 2001, einer Politik, die an dieses bürgerkriegsrechtliche Kampfführungsrecht anknüpft, es aber in einer bislang ungeahnten, ungekannten Form forciert zuspitzt. Ich werde Ihnen das, um Ihre Geduld nicht überzustrapazieren, das, so wie man es nennen könnte, das amerikanische, das offizielle amerikanische Drohnenkriegsparadigma, jetzt hier nicht in allen Einzelheiten juristisch entfalten. Ich bin bereit, sehr gerne bereit, im Gespräch auf jeden einzelnen Punkt im Detail einzugehen, sondern ich nenne Ihnen die entscheidenden Elemente und die insbesondere das prekärste Element dieser amerikanischen Politik. Zum einen ist mit diesem offiziellen amerikanischen Drohnenkriegsparadigma die Anerkennung einer neuen Form des Bürgerkrieges, des nicht internationalen bewaffneten Konflikts, verbunden des transnationalen, grenzüberschreitenden Bürgerkriegs. Der klassische Bürgerkrieg, über den ich bisher stillschweigend vorausgesetzt gesprochen habe, ist der interne Konflikt, der sich auf dem Territorium ein und desselben Staates abspielt. Die Auseinandersetzung mit der aus amerikanischer Sicht Bürgerkriegspartei Al-Qaida ist ersichtlich nicht intern, sondern hat eine transnationale Dimension. Und der US Supreme Court hat diese erste zentrale, wenn Sie so wollen, Erweiterung akzeptiert, nämlich die, dass wir anerkennen müssen, insbesondere in der heutigen Zeit, es gibt auch nicht internationale bewaffnete Konflikte transnationalen Ausmaßes. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und das ist der aus meiner Sicht prekärste, die Amerikaner haben entscheidend nicht dazu beigetragen, denn das würde bedeuten, sie haben Erfolg gehabt mit dieser Politik, aber sie haben jedenfalls den Völkerrechtsanspruch erhoben, den Anwendungsbereich des Bürgerkriegsrechts nicht nur räumlich, sondern auch der Sache nach ganz erheblich auszudehnen in einen Bereich, von dem man bis dato gedacht hätte, das ist der Bereich der Strafverfolgung
der Gefahrenbekämpfung durch die Polizei, also eben der rechtlich vollgebundene Friedenszustand, indem sie das Bürgerkriegsparadigma erweitert haben und angewandt haben auf von ihnen sogenannte Bedrohungen neuer Art, nämlich nicht staatliche Organisationen, die mit einer quasi militärischen Struktur, die einer staatlichen Konfliktpartei zum Verwechseln ähneln, sondern auf ein Netzwerk terroristischer Zellen, keineswegs quasi militärisch organisiert, sondern die verteilt über viele Territorien dieses Globus miteinander verbunden sind, im Wesentlichen nur durch eine gemeinsame Ideologie, aber nicht eine militärische Organisation. Die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, dass all das, was von Al-Qaida-Zellen in diesem Moment an gewaltsamer Bedrohung ausgeht, gewissermaßen aggregiert zusammengezählt werden kann, um dann in der Summe die These, man befinde sich in einer transnationalen, kriegerischen, bürgerkriegerischen Auseinandersetzung zu tragen. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, so lautet meine These, wird die Entwicklung, wenn sie diesen Weg weiterginge, des Bürgerkriegsrechts zum Sprengstoff. Und es ist diese Entwicklung, die den Hintergrund bildet einer geradezu flammenden Mahnung in dem jüngsten Bericht des UN-Menschenrechtsberichterstatters von vor 3 Wochen, einer Mahnung, die lautet, wir müssen höllisch darauf aufpassen, unter dem Eindruck dieser Praxis, dass die Grenzen zwischen Krieg und Frieden nicht dergestalt verschwimmen und neu bestimmt werden, dass nicht mehr wie bis dato der Friedenszustand der Normalfall ist und der Konflikt die Ausnahme, sondern dass wir es mit einer Tendenz zu tun haben, wo im Grunde genommen man stillschweigend zur Kenntnis nimmt, dass diese beiden Rechtsmassen fast ständig parallel zueinander gelten. Meine Damen und Herren, in der, und damit beschließe ich den zweiten Teil, die gegenwärtige Kontroverse auch der europäischen Partner mit den Vereinigten Staaten kreist um folgende 4 Fragenkreise, die ich an dieser Stelle nur anreißen kann. Die erste Frage ist die der Intensitätsschwelle. Wie intensiv muss eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Staat und nichtstaatlichen Akteuren sein, um die Schwelle zum Bürgerkrieg mit den Ihnen jetzt deutlich gewordenen kampfführungsrechtlichen Befugnissen zu überschreiten? Die Tendenz muss nach meiner Überzeugung umgekehrt sein, zu der amerikanischen, diese Schwelle zu senken. Die Schwelle muss, damit der Ausnahmecharakter des bewaffneten Konflikts erhalten bleibt, hoch angesetzt werden. Das hat natürlich, meine Damen und Herren, Auswirkungen für die humanitäre Seite des Bürgerkriegsrechts. In dem klassischen Kommentar zu den Genfer Konventionen von 1949 finden Sie, und zwar ganz gewiss ohne Problem und Schuldbewusstsein, formuliert von Jean Pictet, dem damaligen Rechtsberater des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die These, den Anwendungsbereich des Bürgerkriegsrechts, damals diese Mini-Konvention, gemeinsam Artikel 3, müsse so weit wie möglich gefasst werden. Ja, je mehr, so lautete die These von Pictet, je mehr Bürgerkriegsrecht, desto besser. Ja, meine Damen und Herren, wenn mit dem Bürgerkriegsrecht humanitäre Segnungen verbunden sind, dann ist das richtig. Aber wenn wir uns dabei auch einhandeln, die Anwendbarkeit von Kampfführungsbefugnissen, die so überhaupt nicht humanitär segensreich sind, dann muss man diese Forderung kritisch reflektieren. Ich bin ganz sicher, Jean Pictet würde sie kritisch reflektieren, würde er heute zu Ihnen sprechen. Es gibt 2 Möglichkeiten an dieser Stelle. Entweder man formuliert die Intensitätsschwelle durchgängig ganz hoch und streng, mit der Folge, dass man humanitäre Probleme unterhalb der Schwelle ganz dem Menschenrechtsschutz überlässt. Das Bürgerkriegsrecht würde dann nicht helfen, nicht anwenden, nicht anwendbar sein. Oder man bekennt sich, das wäre allerdings revolutionär, zu einem zweigleisigen Bürgerkriegsrecht und sagt, die Anwendungsschwelle für den Teil humanitäre Segnungen ist gering, diejenige für das Kampfführungsrecht hoch. Das ist allerdings, das muss ich bekennen, an dieser Stelle bestenfalls keine Forderung denige Veränder zum geltenden Recht. Die geltenden Texte geben hierfür noch nichts her und man müsste die Staaten von einer solchen Entwicklung überzeugen. 2. Punkt, der geografische Anwendungsbereich.
des Bürgerkriegsrechts, insbesondere der kampfführungsrechtlichen Bestimmungen dieser Sätze. Eine ganz schwierige Frage. Ist es möglich, die Anwendung der Kampfführungsbestimmungen geografisch auf einen sogenannten Bürgerkriegsschauplatz zu begrenzen? Analog zu dem klassischen kriegsrechtlichen Begriff des Theater of War, des Kriegsschauplatzes, auf dem dann tatsächlich gekämpft wird und die Kampfführungsbestimmungen Anwendung finden. Da sagen uns moderne Kriegstheoretiker, jetzt nicht Juristen, sondern Politikwissenschaftler, und es wäre höchst spannend, das Gespräch, das ich hierzu begonnen habe, mit Ihrem nächsten Referenten, mit Herrn Münkler, zu dieser Frage fortzuführen. Er würde höchstwahrscheinlich an dieser Stelle sagen, das ist eine ganz anachronistische Vorstellung, dass wir den modernen Bürgerkrieg räumlich auf einen wohlgeordneten Bürgerkriegsschauplatz begrenzen und hierdurch die Kampfführungsbestimmungen in ihrer Anwendung geografisch kanalisieren. Ganz schwieriger Punkt, und die Staatenpraxis an dieser Stelle ist extrem unklar, weil die Völkerrechtsberater in den Regierungsstäben selbst nicht genau wissen, was sie an dieser Stelle ihrer Regierung empfehlen sollen. Dritter Punkt: Sollen die Tötungsbefugnisse, die Tötungserlaubnisse im Kriege so weit wie möglich zurückgeführt werden zugunsten des milderen Eingriffs mittels der Festnahme, sofern immer möglich? Capture before kill. Eine Forderung, die ich für eminent überlegenswert halte und die einen gewissen Niederschlag in der internationalen Praxis gefunden hat, die allerdings von den Militärmächten vehement abgelehnt wird, weil sie Rechtsunsicherheit für ihre Soldaten befürchten. Und, seien wir auch hier ehrlich, auch die Bundesregierung, die die Gelegenheit gehabt hätte, auf eine große Anfrage der SPD hin eine entsprechende fortschrittliche, jetzt aus meiner Sicht fortschrittliche, Sie würden das anders sehen, fortschrittliche Völkerrechtsposition zu artikulieren, hat sich an dieser Stelle bewusst gedrückt, wollte dieser behutsam sich zeigenden Völkerrechtsentwicklung nicht ihre Hand leihen. Also auch die Bundesregierung ist von der Notwendigkeit, hier eine Schranke vorzusehen, noch nicht überzeugt. Vierter Punkt, und nun von unmittelbarer, ganz alles gilt für die Politik der gezielten Tötung der Amerikaner, aber das vielleicht ganz besonders: der anzuwendende Maßstab, die Völkerrechtler würden sagen, der Precautionary Measures, der Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Frage der Zielidentifikation getroffen werden müssen, bevor ein solcher höchst prekärer Tötungsakt durchgeführt wird. Und diese Frage wird in dem Maße virulenter, in dem Tötungshandlungen wie derzeit von den Amerikanern praktiziert eben nicht mehr beschränkt sind auf die klassische Gefechtsfeldauseinandersetzung. Wenn ihnen ein uniformierter gegnerischer Kombattant gegenübersteht, dann brauchen sie nicht lange im Normalfall aufzuklären, ob der tatsächlich der anderen Seite angehört und gefechtsbereit ist und so weiter. Das ist nicht Kraft der Farbe seiner Uniform. Aber die Situation haben wir in der Auseinandersetzung, die die Amerikaner derzeit führen, natürlich lange nicht mehr. Und da stellt sich die Frage, brauchen wir neue, jedenfalls milde, an Rechtsstaatlichkeit erinnernde Standards, die diese Befugnisse, die in Anspruch genommenen Befugnisse der gezielten Tötung in irgendeiner Form domestizieren. Bis hin zu einer extremen Forderung, aber wenn ich die vortrüge, würde ich von den amerikanischen Kollegen schallend ausgelacht, dass man ein Gericht, so wie im Friedenszustand einen Ermittlungsrichter, mit der Frage beauftragt, auf der Grundlage des Geheimdienstmaterials, das ist es ja typischerweise, das ist die Grundlage für solche Tötungshandlungen, abgibt, auf der Grundlage des Geheimdienstmaterials zu prüfen, ob tatsächlich hinreichend gewichtige Gründe nach menschlichem Ermessen dafür streiten, dass es sich bei der Zielperson um die Richter handelt. Meine Damen und Herren, das sind die vier großen Ebenen der Diskussion, alle fast geeignet für einen eigenen Vortrag. Ich habe sie jetzt an dieser Stelle nur anderes, um den zweiten Teil zu beschließen und mit dem dritten Teil, zu dem ich jetzt gelangt bin, den Vortrag zu beschließen. Die Frage
Frage, die sich nach all dem, was ich Ihnen bisher skizziert habe, stellt, ist die, nachdem das Bürgerkriegsrecht auf der Ebene der humanitären Segnung eine so stürmische Entwicklung genommen hat, praktisch angenähert an das klassische Kriegsrecht, nachdem es auch weitaus prekärer auf der Ebene des Kampfführungsrechts eine enorme Entwicklung in den letzten Jahrzehnten genommen hat, ist da nicht der Zeitpunkt gekommen, noch einen letzten zentralen Schritt zu tun und das Bürgerkriegsrecht sozusagen umfassend an das Kriegsrecht anzugleichen, nämlich dadurch, dass dem nichtstaatlichen Kämpfer, dem Rebell, ein vollwertiges Kombatantenprivileg zuerkannt wird. Meine Damen und Herren, um Ihnen deutlich zu machen, was hinter dieser Forderung, die von vielen humanitär beseelten Zirkeln der rechtspolitischen Diskussion erhoben wird, was hinter dieser Forderung steht, muss ich Ihnen, also jedenfalls den Nichtvölkerrechtler unter Ihnen, ganz kurz das Kombatantenprivileg verdeutlichen. Und dazu muss ich noch einmal in das Kriegsrecht hinein, das dieses Kombatantenprivileg herausgebildet hat. Das Kombatantenprivileg bedeutet im Kern, derjenige Soldat, Kombatant, der im Krieg tötet und der dies tut im Einklang mit den Regeln des Krieges, also eben nicht Zivilisten, sondern Kombatanten der Gegenseite, der begeht nicht nur kein Kriegsverbrechen, weil er eben die kriegsrechtlichen Regeln nicht verletzt hat, sondern er darf für den Fall seiner Gefangennahme durch die gegnerische Seite von dieser Seite auch nicht etwa nach dem nationalen Recht dieses gegnerischen Staates, etwa wegen eines Tötungsdelikts, bestraft werden. Das ist mit Kombatantenprivileg gemeint. Und deshalb ist die Kriegsgefangenschaft, wie ich Ihnen eben sagte, keine Untersuchungshaft, die ein Strafverfahren vorbereitet, sondern eine reine Präventivhaft. Der Soldat im Kriege, der im Einklang mit dem Kriegsrecht tötet, um es in voller Brutalität zu formulieren, ist umfassend straffrei. Und genau das, meine Damen und Herren, wird nun gefordert für den Bürgerkrieg. Und meine Damen und Herren, diese Forderung, ich sage noch einmal, die wird nicht von den Staaten erhoben, sondern von Menschenrechtsorganisationen, zum Teil von sonstigen mit humanitären Impetus argumentierenden Beteiligten. Diese Situation, so möchte man sagen, liegt doch auch im Bürgerkrieg nahe. Nachdem die Staaten nun einmal sich dazu inzwischen bekannt haben, die kampfführungsrechtlichen Schädigungsbefugnisse des Bürgerkriegsrechts anzuwenden zu ihren Gunsten, also die nichtstaatlichen Kämpfer so zu bekämpfen, als seien sie Kombattanten im klassischen Krieg, wäre es da nicht nur fair, den nichtstaatlichen Kämpfern auch den Kombattantenstatus zuzubilligen, mit der Folge, dass diese nichtstaatlichen Kämpfer, wenn sie dann in staatliche Haft gelangen, etwa nach dem Ende eines bewaffneten Konflikts, nicht bestraft werden können, weil sie im Rahmen des Bürgerkriegsrechts getötet haben oder die Freiheit entzogen haben. Zunächst mal ist das ein, wenn Sie so wollen, Konsistenzargument. Es wird den Staaten entgegenhalten, was sie im Moment macht, ist eine Rosinenpickerei. Ihr kriegt euch die aus eurer Sicht genehmen Kampfführungsbefugnisse heraus, seid aber nicht bereit, den konsistenten Preis zu zahlen, nämlich dann auch die nichtstaatlichen Kräfte als vollwertige Gegner zu behandeln. Und es gibt ein humanitäres Argument. Das ist natürlich noch gewichtiger. Und dieses humanitäre Argument lautet, wie soll man eigentlich den nichtstaatlichen Kämpfern im Bürgerkrieg einen Anreiz verschaffen, die humanitären Regeln des Bürgerkriegsrechts einzuhalten, wenn ihnen am Ende des Konfliktes in jedem Fall Strafe droht? Jedenfalls dann, wenn sie nicht in vollem Umfang gewinnen. Nämlich die Strafe nach der Rechtsordnung des Bürgerkriegsstaates. Wenn sie ohnehin Strafe befürchten müssen,
ist dann nicht utilitaristisch gesprochen oder Interessen, aus der Interessenlage der nichtstaatlichen Kämpfer gesprochen, die sinnvollste Handlungsmaxime: kämpfen um jeden Preis. Möge dieser Preis auch sein, eine Verletzung des humanitären Mindeststandards. Die Strafe ist mir ohnehin gewiss. Das ist, meine Damen und Herren, wenn man überhaupt an die motivierende Kraft völkerrechtlicher Regeln glaubt, und Sie werden mir nicht böse sein, wenn ich das als Völkerrechtler von Berufswegen tue, dann ist das ein starkes Argument. Meine Damen und Herren, aber es ist noch nicht das Ende der Diskussion, sonst wäre die einfach und wir müssten die Staaten sozusagen nur noch von der Einsicht überzeugen, diesen Schutz. Und die Staaten haben auch ein Argument auf ihrer Seite. Die Staaten, die bisher auf breiter Front die Zuerkennung eines Kombatantenprivilegs ablehnen, nicht nur Schurkenstaaten, sondern Staaten, Deutschland mit an vorderster Front, westliche Staaten und sonstige Staaten, denen man jetzt nicht menschenrechtlich ein übertriebenes Sündenregister vorhalten kann. Was ist Ihre Argumentation? Sie sagen, das mag schon sein, dass ein vollgültiges Kombatantenprivileg den Anreiz heben würde, stärken würde, den Bürgerkrieg human zu führen. Aber der Preis wäre zu hoch, denn der Preis würde bedeuten, wir haben überhaupt keinen normativ strafrechtlich begründeten Anreiz mehr gegenüber den nichtstaatlichen Kämpfern, es überhaupt erst nicht zum Bürgerkrieg kommen zu lassen. Denn, meine Damen und Herren, welchem Zweck dient die Drohung, Tötungsdelikte oder die in jedem Staatsschutzstrafrecht dieser Welt anzutreffende Strafbestimmung, führe keinen bewaffneten Aufstand gegen deine Regierung durch, diese Bestimmungen anzuwenden? Die Motivation, die Hoffnung, die dahinter steht, ist natürlich die, dass im Falle der Befolgung dieser Norm Bürgerkriege möglichst unterbleiben. Und da sagen die Staaten sozusagen an die Adresse der Gegenseite: Es kann doch nicht unser Hauptziel sein, darauf hinzuwirken, Bürgerkriege zu hegen, die nach aller Erfahrung unweigerlich grausam sind. Ob sie das grausame Maß des syrischen Bürgerkriegs erreichen, das ist eine andere Frage. Aber die nach aller Erfahrung mit Grausamkeit und unermesslichem menschlichen Leid verbunden sind. Es muss doch die primäre Zielsetzung einer modernen Völkerrechtsordnung sein, zu verhindern, dass es überhaupt zum Bürgerkrieg kommt. Und dafür brauchen wir einen normativen Anreiz, und den geben wir preis, wenn wir den nichtstaatlichen Kämpfern ein vollgültiges Kombatantenprivileg geben. Das ist ein unglaublich schwieriger Konflikt, der keiner unmittelbaren Synthese zuzuführen ist. Und ich erkühle mich nicht, ich erdreiste mich nicht, bei dieser Abwägungsfrage, welche Anreizfunktion ist an dieser Stelle wichtiger, eine Entscheidung zu treffen. Darüber kann man trefflich streiten. Ich will deshalb etwas anderes versuchen. Und das ist mein abschließender Gedanke. Die Frage, und jetzt bin ich an der Lex Ferenda und darüber hinaus, ob es nicht der Diskussion wert ist, das Völkerrecht, und jetzt sage ich bewusst des Bürgerkriegs und nicht mehr nur im Bürgerkrieg, das Völkerrecht des Bürgerkriegs eine Stufe weiterzugehen. Und um Ihnen diese Überlegung zu verdeutlichen, muss ich ein letztes Mal die Parallele zum zwischenstaatlichen Konflikt aufzeigen. Denn, meine Damen und Herren, im zwischenstaatlichen Konflikt haben wir ein ganz ähnliches Problem. Wir haben zum einen das Bestreben, einen Krieg, wo immer er ausgebrochen ist, humanitär motiviert zu domestizieren. Die Grausamkeiten auf ein nicht erträgliches, aber eben doch so weit zu reduzieren, wie das bescheidene Recht des Krieges dies zu befördern vermag. Das ist die eine Zielsetzung. Aber wir haben doch auch auf der zwischenstaatlichen Ebene sicherlich primär, jedenfalls im 19. Jahrhundert wurde das anders gesehen, aber jedenfalls mit dem Krafttreten der Satzung der Vereinten Nationen, das primäre Anliegen, dass es erst gar nicht zum Kriege kommt. Aus dieser Einsicht heraus haben die Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg den Briand-Keller-Pakt ausgebaut zum allgemeinen Gewaltverbot der Satzung der Vereinten Nationen.
Und aus diesem Grund war es den Amerikanern in Nürnberg wichtiger als alles andere, wichtiger als die Verfolgung wegen Kriegsverbrechen, das Verbrechen des Angriffskrieges, des War of Aggression, zum obersten internationalen Verbrechen zu erklären. Supreme International Crime, wie der Nürnberger Militärgerichtshof erklärt hat. Und diese fundamentale Richtungsentscheidung nach dem Inkrafttreten der Satzung der Vereinten Nationen ist im Jahre 2010 auf eine ungemein bemerkenswerte Art und Weise bestätigt worden, als sich die Staatengemeinschaft versammelt hat in Kampala in Afrika und das bewerkstelligt hat, was 100 Jahre lang unmöglich schien, nämlich eine Definition des Angriffskrieges erarbeitet hat und dem Internationalen Strafgerichtshof, dem neuen ständigen Internationalen Strafgerichtshof, das Mandat erteilt hat, wenn alles gut geht, wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber wenn alles gut geht, ab dem Jahre 2017 Individuen, nicht mehr nur wegen Kriegsverbrechen, sondern auch wegen der Entfesselung eines Angriffskrieges vor einem internationalen Strafgericht zur Verantwortung zu ziehen. Meine Damen und Herren, aber jetzt haben wir den Konflikt eben auf der internationalen Ebene auch. Wie wird auf der zwischenstaatlichen Ebene, wie geht die internationale Gemeinschaft auf der zwischenstaatlichen Ebene mit diesem Konflikt um? Auf den ersten Moment überraschend, aber auf den zweiten vielleicht dann nicht mehr. Die Strafbarkeit wegen des Angriffskrieges ist radikal beschränkt, ratione personae, also im Hinblick auf diejenigen, die sich strafbar machen können, vom Täterkreis her. Wie nämlich? Strafbar wegen eines Angriffskrieges können unter keinen Umständen, auch wenn Ihnen das im ersten Moment völlig kontraintuitiv erscheint, können unter keinen Umständen sein, die Soldaten, die auf der Seite des Aggressors kämpfen, die werden von der Strafdrohung nicht erfasst. Die sind sogar umgekehrt geradezu wasserdicht gegen die Anwendung dieser Strafdrohung geschützt. Strafbar wegen eines Angriffskrieges sind nach geltendem Völkerrecht, und so wird es der DSGH, wenn er es denn darf, ab 2017 judizieren, ausschließlich die Führungsfiguren des aggressiven Regimes. Die Definition sagt, diejenigen, die in einer Position sind, das aggressive Verhalten, aggressiv-kriegerische Verhalten des jeweiligen Staates zu steuern. In a position to effectively direct the aggressive warfare. Warum diese Beschränkung? Darüber wird viel gerätselt. Meine These ist folgende. Um den Versuch einer Synthese zu schaffen zwischen diesen in einem Spannungsverhältnis stehenden beiden Anwaltsfunktionen. Im Hinblick auf die Verhinderung des Krieges setzt die internationale Staatengemeinschaft bei der Führungsetage an, stellt die Entfesselung des Angriffskrieges unter Strafe und nimmt in Kauf, dass damit für das Führungspersonal eines Aggressionskrieges die Frage der Strafbarkeit bereits entschieden ist, bevor der Krieg geführt wird. Hier kann dann das Kriegsrecht keine Anreizfunktion mehr setzen. Das wird in Kauf genommen, weil die Verhinderung des Krieges selbst das primäre Ziel der internationalen Rechtsordnung sein muss. Anders gewichtet die internationale Gemeinschaft die Frage auf der Ebene der einfachen Soldaten. Hier sagt man, wir nehmen sie noch nicht in die Mithaftung für die Entfesselung des Angriffskrieges, sondern wir belassen ihnen den Anreiz, wenn es denn zum Aggressionskrieg gekommen ist, diesen jedenfalls aus Gründen der Humanität so zu führen, dass Kriegsverbrechen möglichst vermieden werden. Meine Damen und Herren, das mögen Sie kritisieren, das mögen Sie rechtspolitisch unter vielen Gesichtspunkten für keine reine Lösung halten. Ich behaupte, an dieser Stelle gibt es keine reine Lösung, die hundertprozentig aufgeht. Ich habe nur versucht, Ihnen deutlich zu machen, was wohl hinter dieser gegenwärtigen Rechtslage steckt. Und jetzt zurück zum Bürgerkrieg. Jetzt ahnen Sie fast, wenn Sie mitgedacht haben, was mir für das Bürgerkriegsrecht vorschwebt.
nämlich das Recht des Bürgerkrieges, das Recht im Bürgerkrieg, das Jus in bello interno, dessen Entwicklung ich Ihnen beschrieben habe, zu ergänzen um ein bislang nicht vorhandenes Jus contra bello interno, ein Völkerrecht gegen den Bürgerkrieg. Das Völkerrecht ist bislang im Hinblick auf den Ausbruch des Bürgerkriegs indifferent. Es nimmt zum Ausbruch des Bürgerkriegs nicht Stellung. Wenn er denn ausgebrochen ist, versucht es, diesen Bürgerkrieg, den Austrag des Bürgerkrieges, zu heben. Aber könnte man nicht den Schritt wagen, ein strafbewehrtes Jus contra bellum internum zu schaffen, das die Entfesselung eines Bürgerkrieges, eingedenk all der Grausamkeiten, die mit dem Bürgerkrieg erfahrungsgemäß verbunden sind, unter internationale Strafe stellt. Meine Damen und Herren, das wäre natürlich eine Strafdrohung im Ausgangspunkt, darüber müssen wir uns klar sein, die sich in der Tat im Ausgangspunkt primär gegen die nichtstaatlichen Akteure wenden würde. Es wird nichtstaatlichen Akteuren im Grundsatz bei Strafe untersagt, und zwar bei internationaler Strafe, einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen. Das halte ich allerdings auch für aus fast zwingenden Gründen für erwägenswert. Denn es gilt doch, so weit wie möglich derartige Auseinandersetzungen bereits im Ansatz zu verhindern. Und das könnte dann in der Tat mit einem Kombattantenprivileg einhergehen, wenn man diese Strafbarkeit jetzt analog zum zwischenstaatlichen Konflikt auf die Führungsetage, also sozusagen auf die jeweilige Rebellenführung beschränkt, doch ansetzt, mit der Strafandrohung gegen die Entfesselung des Bürgerkrieges, wenn er dann aller Hoffnungen zum Trotz dennoch ausbricht, dann müsste man über das fortbestehende Jus in bello interno versuchen, jedenfalls die Soldaten in Anführungszeichen der beiden Bürgerkriegsparteien zur Mäßigung zu motivieren. Allerletzter Punkt. Können wir und sollten wir uns ein solches Jus contra bellum internum ausnahmslos, kategorisch, rigoros denken? Also sollte die Entfesselung des Bürgerkriegs durch nichtstaatliche Akteure unter allen Umständen untersagt sein bei Strafe? Es gibt kein ausnahmsloses Jus contra bellum auf der zwischenstaatlichen Ebene. Es gibt selbstverständlich eine elementare Ausnahme, den Fall der Selbstverteidigung, dann, wenn der Staat Opfer eines bewaffneten fremden militärischen Angriffs ist, dann darf er Gewalt anwenden in völkerrechtlicher Selbstverteidigung. Die ganz schwierige Frage ist, brauchen wir ein Analogon auf der innerstaatlichen Ebene zugunsten der Zivilbevölkerung? Und zwar für den Fall, um ihn beim Namen zu nennen, in dem die Gewalt ihren Ausgang nimmt, nicht bei den staatlichen Akteuren, sondern von einer innerstaatlichen Regierung, die ihre Herrschaft pervertiert hat in ein Vernichtungsterrorprogramm gegen die Zivilbevölkerung. Können wir der Zivilbevölkerung in diesem Fall immer noch bei Strafe verbieten, einen Bürgerkrieg gegen, sozusagen einen Bürgerkrieg in Selbstverteidigung gegen die eigene Regierung zu führen? Herr Hinsch, Sie ahnen es. Wir nähern uns dem Thema unseres gemeinsamen Interesses der humanitären Intervention. Ein Thema, Sie brauchen keine Sorgen zu haben, auch nicht Herr Speer, dass ich an dieser Stelle nicht ausdiskutieren werde, denn ich vermute, dass Herr Dase das in seinem dritten Vortrag Renaissance, der Lehre vom gerechten Krieg, ventilieren wird. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Mein Einstieg in die Diskussion der humanitären Intervention, Sie werden es bemerkt haben, ist ein vielleicht überraschender und jedenfalls abweichender von der gängigen Diskussion. Die gängige Diskussion fragt, gibt es eine Eingriffsbefugnis eines auswärtigen Staates, dann, wenn eine Regierung pervertiert ist zu einem Terrorvernichtungsinstrument? Die Frage, die ich hier stelle, nimmt ihren Ausgang bei den vom Terror Betroffenen, der Zivilbevölkerung. Und meine Damen und Herren, das allerdings halte ich auch für konsequent. Denn worum geht es bei der humanitären Intervention, dogmatisch gesprochen? Doch nicht um die Notwehr des humanitär intervenierenden Staates,
Es geht dogmatisch gesprochen um Nothilfe zugunsten der angegriffenen Bevölkerung, nur dass die bislang nicht als Völkerrechtssubjekt anerkannt ist. Und von daher muss sich normativ, wenn wir eine Befugnis anerkennen, worüber ich heute nicht zu streiten habe, wenn wir eine Befugnis anerkennen, dann muss sie sich ableiten von der Position des Opfers und sie kann nicht gewissermaßen fürsorglich dem Opfer gegen seinen Willen aufgedrängt werden. Also, diese ganze Fortentwicklung des Bürgerkriegsrechts, die ich an dieser Stelle zur Diskussion stelle und mit großer Behutsamkeit zur Diskussion stelle, führt am Ende zu der Frage, ob wir als Bestandteil eines solchen Friedenssicherungsrechts des Bürgerkrieges dann auch konsequenterweise für den Extremfall der Terrorisierung einer Zivilbevölkerung ein Jus ad bellum interne anerkennen müssen. Unterstehen. Damit bin ich, wie versprochen, ein zweites Mal bei Thomas von Aquin. Dieses Jus ad bellum interne würde an einer Stelle Thomas widersprechen. Denn die nichtstaatlichen Akteure natürlich, die könnten sie auch, verfügen nicht über die Auctoritas Principis, die Thomas für einen gerechten Krieg als dritte Voraussetzung postuliert hat. Ich bin dennoch nicht sicher, ob Thomas widersprechen würde, weil er zur Begründung anführt, dass eine solche Auctoritas Voraussetzung für einen gerechten Krieg sein müsse, dass nichtstaatliche Akteure deshalb unter keinen Umständen zur Anwendung von Gewalt befugt sein dürfen. Seine Begründung lautet, denn die Privaten können ihr Recht bei der von der rechtmäßigen Obrigkeit eingesetzten Richter verfolgen. Meine Damen und Herren, ich glaube, Thomas würde zustimmen, wenn ich ihm sagte, man kann sich eine pervertierte Obrigkeit von einem Ausmaß vorstellen, die den Privaten keinen Richter mehr zur Verfügung stellt. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende meiner Überlegungen, Sie sehen, am Ende ganz bewusst geöffnet über die normativ gebundene des, eben des traditionellen juristischen Diskurses hinaus. Ein offener, wenn Sie so wollen, eine offene Anfrage an die untere Fakultät, die nur der Wahrheit verpflichtet ist und auf deren Belehrung wacht mich nun mit Freude. Ich danke Ihnen für die Geduld. Ziele von Kriegshandlungen, also das sogenannte Targeting. Die zweite Frage wird mir auf dieses Thema eingehen, das Sie am Schluss angesprochen haben, diese Angleichung von Use contra bellum im Bürgerkrieg und die Gleichstellung des Kontrahentenstaates. Die erste Frage ist, wie stelle ich mir so, also das Recht entwickelt sich ja eigentlich dadurch, dass es permanent gebrochen wird. Also das Recht ist eine Norm und dann findet jemand heraus, wie man diese Norm umgeht und deshalb muss eine neue Norm entwickelt werden, um diese Norm zu brechen. Also eine der meines Erachtens ganz zentralen Punkte bei der Anerkennung des Kombatantenstatus oder des, nicht Kombatantenstatus, sondern des sogenannten
der Gefährdungen, die man als angreifende Person hat, wenn man sich mit einem staatlichen Akteur anlegt, besteht ja nun darin, dass man gezielt getötet werden darf. Also derjenige in einem sozusagen transnationalen Konflikt, ein Mitglied der nichtstaatlichen Organisationsgruppe, darf gezielt getötet werden. Wenn, und das ist die Bedingung, wenn es in gewisser Weise wohl organisiert ist, also Territorium, also sozusagen ja, Möglichkeit, Kontrolle über das Territorium ist nicht mehr entscheidend, aber Organisationsform ist entscheidend. Jetzt hat sich Al-Qaida transformiert. Ja. Und es gibt eine Geschichte, da war diese Gruppe organisiert, sie ist jetzt nicht mehr organisiert, sie hat sich in kleine Zellen zerschlagen. Jetzt die Frage, ändert das etwas an der normativen Grundlage oder an den normativen Voraussetzungen, unter denen dieses Recht auf eine gezielte Tötung eigentlich geltend gemacht werden kann? Und ich denke, das ist hier im Wesentlichen das Recht auf Selbstverteidigung. Also das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen Angriff durch einen nichtstaatlichen Akteur. Und der Politikphilosoph denkt natürlich, dieses Recht auf Selbstverteidigung tritt natürlich nicht nur den Staat als irgendwie so einen Akteur, sondern es ist auch eine Pflicht. Der Staat hat ja die Pflicht, seine eigenen Bürger, das diplomatische und das militärische Personal zu schützen. Das macht er innerhalb des eigenen Territoriums, macht er das durch strafrechtliche Maßnahmen und durch Ahndung von strafrechtlichen Vergehen etc. Im Territorium anderer Staaten ist es ein bisschen schwieriger. Da hat man zwei, denke ich, zwei Probleme, nämlich mal zum einen das Problem, dass die strafrechtliche Verfolgungskompetenz des Staates natürlich am Territorium des anderen Staates endet. Und dass man hier das Problem hat, solche Gruppen halten sich gerne in Staaten auf, die nicht in der Lage sind, ihre strafrechtlichen Aufgaben durchzusetzen oder effektiv zu kontrollieren, oder sie gehen gerne in Gebiete, in denen diese Staatsgewalt nicht reicht. Es wäre meines Erachtens wäre da in dieser besonderen Situation doch durchaus zu überlegen, ob das Selbstverteidigungsrecht des Staates sich dann auch gegen Personen erstreckt, die Mitglieder einer nicht organisierten Gruppe sind, wenn diese Gruppe einmal organisiert war, wenn die Angriffe eine gewisse Intensitätsschwelle überschritten haben, wenn der Staat des Aufenthaltsortes sozusagen entweder nicht in der Lage oder nicht willens ist, Angriffe, die von seinem Territorium ausgehen, zu unterbinden, wenn weitere Regeln des Jus in bello beachtet werden, so dass man versucht, also die Personen wohl zu identifizieren, möglichst nur die betroffenen Personen zu treffen und so wenig Unbetroffene wie möglich. Und dass es natürlich sich um eine aktuelle Bedrohung handeln muss, nicht eine hypothetische. Das sehe ich im Prinzip, scheint es mir aus der Logik dieses Selbstverteidigungsrecht, das ja wie gesagt auch sich darauf auf die Pflicht erstreckt, die Bürger des eigenen Staates und das diplomatische und militärische Personal gegen Angriffe zu schützen, scheint das hier raus, also hier in eine Richtung zu gehen, dass man sagt, das kann man schlechterdings schwer abschlagen. Ja. Dann ist natürlich die Frage, ob man es kontrolliert, da es in so einem Zwischenbereich steht. Ich denke, das scheint mir eine sinnvolle Idee zu sein, dass man sagt, okay, die Auswahlmethoden und die Art und Weise, wie die Operation gehandhabt wird, also der Modus operandi, müssen prinzipiell kontrollierbar sein, also der Staat muss rechenschaftlich abgeben über die Kriterien, die er anlegt und eventuell eine Verantwortung übernehmen für Fehlleistungen. Ja? Ich denke, das ist jetzt einfach mal so etwas, was ein Politikphilosoph sich dazu denkt. Ich bin gespannt, was ein Jurist, der sich in diesen Dingen besser auskennt, noch an weiteren Kriterien dazu beizutragen wird. Der zweite Punkt, der ist jetzt ein bisschen schwieriger. Also da muss ich auch mal ein bisschen weiter ausholen. Das betrifft sozusagen diese Angleichung des Kriegsrechts und des Status von nichtstaatlichen Akteuren im Bürgerkrieg. Ja? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es gibt auf der einen Seite gibt es so eine Asymmetrie. Die
nichtstaatlichen Akteure im Bürgerkriegsrecht, die sind sozusagen den ganzen Gefährdungen ausgesetzt, die ein Kombattant ausgesetzt wäre im zwischenstaatlichen Krieg. Sie haben aber nicht die Privilegien. Und da besteht eine gewisse Asymmetrie und es wäre sozusagen eine Frage der Angleichung des moralischen Status, eigentlich also ein Rechtsargument, dass man das gleichstellt. Und der besonders schwerwiegende Punkt ist hier die Straffreiheit, weil das Jus in bello sagt uns ja eigentlich auch ganz genau, wer darf unter welchen Bedingungen wen straffrei töten. Ja? Also wann ist die gezielte Tötung erlaubt? Das soll jetzt auch, also das wäre das eine Argument. Sie haben das gesagt, das kommt aus einer humanitären Impetus heraus, dass man das angleicht, weil es sozusagen den Ausgleich Gefährdung und Privileg herstellt. Das Gegenargument, das Sie gesagt haben, ist ein konsequenzialistisches Argument. Das ist auch einigermaßen empirisch praktisch zu beurteilen. Die Staaten wehren sich dagegen, weil sie sagen, die Verweigerung des Kombattantenprivilegs ist sozusagen ein Mittel, ein unverzichtbares Mittel, um die Schwelle zur Gewaltergreifung, also des Aufstandes, so hoch wie möglich zu setzen. Ja? Ja, also mit diesen empirischen Fragen, ist es tatsächlich so, ist es wirklich ein Effekt, dass weniger Aufstände ausbrechen, scheint mir empirisch schwer ja, nachprüfbar zu sein. Als Politikphilosoph denke ich natürlich auch noch an was anderes. Also als politische Philosophin denke ich mir natürlich auch, ja okay, die volle Anerkennung des Kombattantenstatus, Kombattantenprivileg, unterminiert das, was man im kontinentaleuropäischen und angelsächsischen, also englischen Bereich, das Gewaltmonopol des Staates nennt. Und das wird ja nun gerade dadurch begründet, dass es verhindern soll, die präemptive und die präventive Vorbereitung zur Gewalt unter den Bürgern. Also dass das zentrale Argument von Thomas Hobbes, dass wir das staatliche Gewaltmonopol brauchen, um die Bürger davon abzuhalten, selbst zu den Waffen greifen zu müssen und sich sozusagen permanent vorzubereiten, präventiv vorzubereiten auf die Auseinandersetzung. Ich denke, da gibt's so ein bisschen so einen Konflikt in der Logik, ja, dass wir dann natürlich sagen, wenn wir sagen, ja okay, im Falle des Ausbruchs des Bürgerkriegs, dann soll dieses Gewaltmonopol sozusagen aufgeweicht werden, kann natürlich auch den Effekt haben, genau das zu veranlassen, was Hobbes befürchtet hat, dass nämlich dann, wenn es aufgeweicht ist, alle sich präventiv und präemptiv vorbereiten. Also das ist auch wiederum eine empirische Frage, kann man schwer beantworten, welche Konsequenz es hat. Ich denke, dass die Problematik dieser Angleichung eigentlich eine andere ist. Und zwar ist es ja so, man kann ja sagen, gut, im Bürgerkrieg.